Euer Ehren, mein Mandant, Herr Dr. Guttmann, fordert ein Honorar von 10.400 Euro für ein Zahnimplantat, das legatisch durchgeführt wurde. Euer Ehren, ich und mein Mandant bestreiten die Forderungen. Hingegen stellen wir eine Gegenforderung von 4.800 Euro als Titel des Schadensersatzes, da die Zahnbehandlung nicht ordnungsgerecht durchgeführt wurde und er 3 Tage lang in AK verweilen musste. Frau Ogler, bitte schildern Sie uns den Hergang der Operation. War Herr Guttmann konzentriert bei der Sache oder wie war Ihr Empfinden? Also, unkonzentriert kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber an und für sich ist es bei uns üblich, dass man während der Behandlung miteinander redet und wir haben definitiv über Ihre Scheidung gesprochen. Bitte erheben Sie sich. Das Bezirksgericht für Handelssachen erkennt nach öffentlicher mündlicher Verhandlung zu Recht die Klageforderung von 10.400 Euro zu Recht an. Die eingewandte Gegenforderung des Beklagten von 4.800 besteht zur Gänze zu Recht. Der Beklagte ist daher schuldig, dem Kläger 5.200 Euro zu bezahlen. Die Verhandlung ist geschlossen.